Ja, hallo Leute. Heute gibt es mal wieder etwas ganz Besonderes von mir, denn ich habe einen alten Freund und der hat auch so eine große Pokémon-Kartensammlung wie ich. Und die ist auch imstande dazu, ja, zunichte zu gehen. Er löst sie auch auf. Größtenteils verkauft er. Aber hat gesagt, Jung, was ich für dich schon alles getan habe und du für mich, komm, ich schenke dir mal einen Stapel. Sagt, greift dir was weg. Tja, hätte ich mir was weggegriffen, hätte ich nur Ex-Karten in der Hand gehabt. Deswegen hat er gesagt, nee, 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 ich mache dir mal einen Stapel fertig. Er meinte, abgezählt sind das 50 Stück. Ich habe gerade vorhin schon mal ein bisschen durchgeblättert, aber mir keine einzelne Karte angeguckt, also nicht groß gestaunt. Ich habe nur gesehen, er hat unten ganz viele Ankommen und Common-Karten mir beigepackt. Und die werde ich jetzt einmal ganz kurz hier zeigen. Knofensa, Kamerupt, Piprin, Lamus, Seong, Vidifas, Yugong, Octillery, Baileen, Vadribi, Quibble, Inkognito, Bronzel, Zirpuzze, Vati, Voltenso, Hundemon, Rabauz, Fostelka, Reptane, Muttersfürsorge, Zipurze, Burmy, Skogro. Oh, Skogro ist einfach ein geiles Pokémon an sich schon. Reptane und Quapuzzi. Ja, einmal die Highlights hier von den Common- und Uncommon-Karten. Finde ich, ist auf jeden Fall hier was wert. Hier das Hundemon. Das ist eine Trainerkarte. Level 45 ist das. Das Forstelka ist auch eine Trainerkarte. Das Reptane, das hat ein cooles Artwork. Ja, und das Skogro, das ist auch eine Trainerkarte. Das ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Das geht richtig ab. So, und dann haben wir hier noch einen ganzen Stapel voller Rares und Reverses. Ich glaube, er hat sogar 25-25 gemacht. Im Moment, er hat es ziemlich genau abgezählt. Mal schauen, was hier ist. Ein Panferno, auch eine Trainerkarte, ist auch ein Highlight. Dann ein Slimog. Und ein. Ein Milotic als Rare. Milotic ist einer der geilsten Pokémon. Milotic Rare. Die Karten sind übrigens, die sehen sehr schmandig aus, vielleicht über die Kamera, aber die sind alle wie neu. Das ist echt ziemlich krass, ja. Milotic als Rare. Richtig Hammer, richtig geil. Hat der mir ein Giratina beigepackt als Reverse Rare. Richtig krank. Richtig geil. Giratina Reverse Rare. Das ist nice. Gyarados als Reverse Rare. Ich hab's nur als Rare, als Vollholo. Pigugi, Bidifas, Smogmog, Bronzel. Raumfugil. Richtig nice. Voltenso. Capuzzi. Oh. Enkoro. Ich danke ihm einfach für jede einzelne Karte, die hier vorhanden ist, die hier drin ist. Reptane als Reverse. Keine Rare leider. Dicta. Macholo. Fluffeluff. Pokeheiler Plus. Lunastein, Voluminas, Velsa, Quiekel, Lombero, und Valraiser.
Ja. Das wäre es gewesen. Also hier ein ziemlich krasses Highlight oder die beiden Highlights. Einmal Giratina, ja, Reverse Rare und Gyarados Reverse Rare. Ich mag dieses Gyarados ziemlich krass. Es gibt ja immer verschiedene Ausführungen von Karten. Gibt ja ein Gyarados mit 100 KP, mit 130, mit 120. Gibt, glaube ich, auch eins mit 180. Das ist dann ziemlich selten. Und mit verschiedenen Effekten, ja. Aber das hier ist auch ziemlich geil zu spielen im Deck, weil das hat einfach 130 KP. Und die erste Attacke, die kostet nichts, ja. Die zieht aber 30 ab. Mal der Karten Carpador im Ablagestapel. Das ist ziemlich krass, der Effekt, ja, weil wenn du dann vorher deine ganzen Carpadors auf dem Feld hattest, die wurden alle vom Gegner geopfert, also getötet, besiegt. Pokémons werden ja nicht getötet, die werden ja besiegt. Dann hast du da, keine Ahnung, 6 Carpadors, 6 mal 30. Das sind für mich 90. 100, 180. 180. Das ist schon krank. Dann zieht die Attacke 180. Das ist echt krank. Das ist richtig krank. Ja, also wie gesagt, ich danke ihm dafür, dass er mir das hier gegeben hat. Dass er mich hier so reich beschenkt hat. Da werde ich doch schon mal richtig krass gucken, was in meine Sammlung kommt und was ich mit den einzelnen Karten dann so machen werde. Also auf jeden Fall werde ich dieses Giratina, werde ich auf jeden Fall ehren und in meine Sammlung packen. Das steht jetzt schon fest. Genauso wie das Skogro, Trainerkarte. Ich liebe Skogro. Herrlich. Tja, dann mal sehen, was so in absehbarer Zeit da noch kommt an Videos. Das weiß ich noch nicht. Auch keine Gedanken zugemacht. Wenn ein neues kommt, schaut es euch auf jeden Fall an. Und liked, kommentiert und feedbackt es. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Bis dahin. Ciao.